Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist jetzt fast ein Monat nichts gekommen, weil wir umgebaut haben. Also wir haben das Schlafzimmer und das Kinderzimmer getauscht. Ich kann dir ja mal ein paar Szenen einblenden, wie das bei uns alles abgelaufen ist. Und es ist immer noch nicht alles perfekt. Also ich muss auch noch meinen Schminktisch hierher holen und den dann einrichten und alles. Und Oder ich war schon fleißig, mein Freund ist arbeiten, auf dem Samstag, total blöd, aber kann man nicht ändern. Nicht wundern, es ist jede Menge Chaos, aber ich meine, wir räumen um, das ist normal. Das hier ist so ziemlich alles Altkleider. Ich habe jetzt eben schon den Wickeltisch ausgeräumt und sauber gemacht, den werde ich jetzt noch abräumen. Dann habe ich hier hinten erstmal alles hingestellt. Bett, ihr Bällebad, wo eigentlich nur Bausteine drin sind, alles Mögliche. So, und hier, das war übrigens Dana. Hier soll dann jetzt halt unser Kleiderschrank hinkommen. Da stand vorher ihr Bett und ja, man sieht es, wenn sie nachts nicht einschlafen kann, dann reißt sie die Tapete von den Wänden und wir haben ihr Bett schon viermal umgestellt. Und sie reißt immer weiter die Tapete ab. Egal wo sie ist, also sie hat vorher auch schon mal hier geschlafen. Da hat sie auch Tapete abgerissen. Davor hat sie da hinten in der Ecke geschlafen. Da hat sie auch die Tapete abgerissen. Ja. Wir wissen einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Ein Versuch ist es wert. Ja. Werden wir einfach mal schauen. Ja, aber heute geht es um IKEA. Ich war mit meiner Mama und meiner Schwester bei IKEA und habe eine volle Einkaufstüte voll, also die ist hier. Ja, ich würde sagen, wir fangen am besten gleich an, weil es ist schon eine Menge geworden und wir sollten keine Zeit verlieren. Zuallererst habe ich mir so ein Häuschen hier geholt. Das ist so eine Laterne in Weiß mit so Schnörkellinien. Und die hat 9,99 € gekostet. Ich blende sie dir auch nochmal vernünftig ein. Also wie gesagt, sie hat 9,99 € gekostet und kommt zu uns ins Schlafzimmer, ins Neue. Hier noch einmal die Laterne. Sie hat halt hier oben ganz normale Lüftungslöcher, ein wunderschönes Muster und man kann sie hier vorne aufmachen, dass man dann halt die Kerze reinstellen kann. Und wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr schön und finde, dass sie definitiv 10 Euro wert ist. Ich hätte, glaube ich, auch 20 Euro dafür bezahlt, weil ich sie einfach so schön finde. Passend zur Laterne habe ich mir auch noch eine Kerze geholt. Das ist die hier. Die ist halt in so einem schönen, ja, Waldbeerenton, würde ich sagen. Sie riecht nicht zu süßlich oder so. Sie hat einen leichten Wachsgeruch, aber riecht dennoch sehr gut nach Waldfrüchten. Das ist die Omtala. Die Omtalat. Weiß ich nicht. Und meine Mama hat sich genau dieselbe gekauft. Also ich habe bezahlt und Mama kriegt die halt von mir, sie hat sich die gewünscht. Genau, das ist die hier und hat 79 Cent jeweils gekostet. Weiter mit Kerzen. Ich habe mir noch diese große Kerze hier geholt. Das ist auch so eine schöne Waldbeerenkerze. Allerdings finde ich, riecht die hier noch sehr viel mehr nach Wilderdbeeren. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese kleinen süßen Erdbeeren, die im Wald wachsen oder auch bei manchen im Garten. Ich habe die als Kinder geliebt. Wir hatten das Glück, wir hatten welche im Garten und die waren einfach so hammerlecker und die sind auch so, die haben so einen unbeschreiblichen Geschmack. Die sind so süß, aber trotzdem ein bisschen herber. Auf jeden Fall erinnert mich diese Kerze an meine Kindheit und ich kaufe sie jedes Mal, wenn ich bei IKEA bin. Und sie hat übrigens 1,99 € gekostet. Sie war auf jeden Fall 1 Euro runtergesetzt. Ja. Dann hat sich meine Mama noch die Winter 2016 ausgesucht. Die sind halt einmal in Rot und einmal in Weiß.
Die Kerze innen drin ist auch weiß und ja, ich finde, die riecht so ein bisschen nach Shampoo. Also sie hat so eine Mischung aus normalem Wachsgeruch und Shampoo. Und ich weiß jetzt gar nicht, was sie gekostet hat, aber ich denke mal auch so 2 bis 3 Euro. Weiter mit diesem schönen Ding hier. Das ist ein ganz normaler Fensterabzieher oder Glasabzieher. Weil ich krieg's irgendwie nicht hin, streifenfreie Fenster zu haben. Deswegen hat meine Mama mir den hier empfohlen. Sie hat den selber für ihre Fenster und für ihre Dusche, also sie hat so eine Glasdusche. Und sie findet den total super, besser als richtig teure Sachen. Und der hat nämlich nur 79 Cent gekostet. Dann habe ich geholt so ein Doppelpack an Steckdosen. Also die waren zusammen in einer Packung drin. Die haben so 3 Vorrichtungen zum Stecken. Ein Kippschalter, was ich sehr wichtig fand. Und auch ein sehr langes Kabel, wie ich finde. Und ja, wir haben zwar eigentlich schon genug also so Verlängerungssteckdosen, aber weiß ich nicht, die sind alle in einer anderen Farbe. Und dann sind die noch von mir früher als Kind und die meine Mama uns gegeben hat oder die Mama von meinem Freund. Ja, und wir haben halt, oder ich habe gesagt, ich möchte gerne neue haben, habe bei Ikea dann dieses Doppelpack gefunden für 4,99 €, was ich persönlich sehr günstig für Steckdosen finde und habe sie deswegen mitgenommen. Weiter bei den Steckdosen haben meine Mama und ich uns diese hier ausgesucht. Die ist halt auch eine ganz normale Steckdose halt mit Kippschalter und hat 4 Vorrichtungen zum Stecken. Und die Besonderheit ist halt, dass sie hier 2 USB-Anschlüsse hat. Das heißt, man kann sein Ladekabel da rein tun und kann halt währenddessen sein Handy aufladen und verbraucht halt keinen von diesen Steckern. Also bei uns ist das immer ein Problem. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das anders, aber bei uns ist das immer ein Problem, dass wir gerade dann immer einen Stecker zu wenig haben, aber das Handy komplett leer ist und man aber unbedingt gerade was am Handy machen muss. Also ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich finde sie, oder wir finden sie super. Sie hat auch ein endlos langes Kabel. Und ich bin der Meinung, sie hat 12,99 € gekostet oder 10 Euro. Irgendwie sowas, was ich finde, überhaupt nicht teuer ist. Ja. Die von meiner Mama ist sogar noch eingepackt. Das ist genau dieselbe und das ist die Koppler-Steckdose. Ja, wie gesagt, 10, 12 Euro, ich weiß es nicht genau. Finde ich auf jeden Fall super praktisch und ein sehr tolles Produkt. Dann habe ich noch so einen Stern. Den haben wir jetzt noch nicht ausgepackt, weil der hält wirklich für den Winter ist. Und das ist der Strahler. Also der hier. Ja, der soll dann so aussehen. Und dazu braucht man dann noch dieses Kabel hier, also für die Lampenfassung, damit die auch beleuchtet, damit der Stern auch beleuchtet sein kann. Also man kann ihn natürlich auch so einfach aufhängen. Aber er ist halt auch dafür gemacht, dass man ihn beleuchten kann von innen. Und der Stern hat 4,99 € gekostet und die Lampenfassung 3,99 €. Auch 4,99 €? Ich weiß es nicht. Also insgesamt hat der Stern um die 10 Euro gekostet. Als vorletztes haben wir uns alle drei so einen IKEA-Adventskalender geholt. Ich wusste da noch gar nicht so wirklich was von, bis ich bei 9.999 Dinge gesehen habe, dass es diesen IKEA-Adventskalender gibt und was denn so toll an dem ist. Der kostet nämlich 12,99 €. Ne, 12,95 €. Und da sind halt Pralinen drin und Geschenkkartengutscheine. Also diese Geschenkkarten. Und zwar ist in der 6 und in der 24 jeweils eine Karte drin mit mindestens 5 Euro. Das heißt, man hat in diesem Kalender mindestens 10 Euro,
die man wieder rausbekommt. Also quasi hat man für den Adventskalender eigentlich nur 2,95 € bezahlt, was ich vollkommen in Ordnung finde. Und das Ding ist halt, man sieht nicht auf der Karte, wie viel drauf ist. Also so direkt jetzt. Man muss erst zu IKEA fahren und sie dann da prüfen lassen und kontrollieren lassen, wie viel da drauf ist. Aber es können bis zu 1.000 € in einem Kalender stecken. Und das finde ich halt total klasse. Du hast halt auch nochmal diese Überraschung, wie viel denn da jetzt wirklich drin ist. 10 €, wie gesagt, mindestens drin. Und ja, der Gutschein ist dann übrigens ein halbes Jahr gut, das wusste ich auch nicht. Meine Schwester meinte dann nämlich so, ja, dass es halt voll blöd ist, wenn man den jetzt in der 6 drin hat und am 6. aber nicht zu IKEA kommt oder so und dann der Gutschein verfällt. Aber nein, der Gutschein ist bis zu einem halben Jahr gültig. Also man kann auch beide Gutscheine zusammennehmen, kann die dann da kontrollieren lassen, sagen, wie viel da drauf ist und dann kann man die, sag ich mal, im März immer noch benutzen. Wie gesagt, 3 Stück für mich, für meine Schwester und für meine Mama. Die größte Anschaffung ist diese Tagesdecke, wo ich drauf ich sitze. Die wollte ich schon eine längere Zeit haben, aber sie hat immer 40 € gekostet, 39,99 €. Und jetzt war sie endlich runtergesetzt auf 20 €. Ich möchte auch gerne die Bettwäsche dazu haben, aber sie gibt es leider nicht für unsere Größe. Also wir haben 1,55 x 2 Meter Bettdecken. Und dafür gibt es sie leider nicht oder ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, ich filme sie dir dann auch einmal ab, weil ich kann sie halt, sie ist auf unserem Bett drauf, ich kann sie dir nicht zeigen. Das hier ist, wie gesagt, die Tagesdecke. Ja, da steht noch Danas Tüpfchen. Die hat halt so ein Muster, also einmal dieses grün gestreifte, dann einmal hier so rote Blümchen. Hell kariert. Ich finde die einfach total schön. Und wie gesagt, beim IKEA in Braunschweig für momentan 20 €. Und da ist noch der Einkauf. Auf der Rückseite hat die halt so eine, also die Decke ist gesteppt. Und auf der Rückseite ist hier halt einfach so ein ganz normales weiß-rot gestreiftes Muster. Und ja. Wie ich finde, sehr schön. Ich würde sagen, das war's dann auch schon. Es dauert auch lang genug schon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!